alte, unsterbliche, weil zeitlose Blues-Feeling. Hier ausgedrückt von einem wirklichen Könner, einem Könner seines Fachs. Wer das ist? Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit werden Sie diese Aufnahme und seinen Namen noch nie gehört haben. Da gibt's noch manches zu entdecken. Mit ihm auch ein Stück fast versunkener Geschichte. Und das heutige Datum hat auch damit zu tun. Hallo und willkommen. Der Volker Rebell begrüßt Sie zu einem ganz speziellen Musikprogramm, das einige versunkene und fast vergessene Musikschätze aus alten DDR-Tagen wieder ausgraben will. Eigenwillige und außergewöhnliche Musik zwischen Blues, Art Rock und Elektronikmusik. Hochinteressante Musik aus den späten 70er und den 80er Jahren von DDR-Musikern und Gruppen, die nicht zur offiziell geförderten ersten Garnitur der DDR-Vorzeigemusiker gehörten, sondern eher sowas wie Kultstatus hatten. Zu diesem Thema unbekannter, aber hochkarätiger DDR-Rock habe ich zwei Gäste hier im Studio. Zunächst aber interessiert uns, wer das denn da war am Anfang, dieser Gitarrist, der den Kramladen eröffnet hat. Also, er heißt Jürgen Kehrt, stammt aus Erfurt und hat dieses Stück auch geschrieben, das passenderweise heißt Komm herein.
keine Frage. Sehr, sehr guter Gitarrist. Er heißt Jürgen Kehrt, einer der wichtigen Bluesmusiker aus Thüringen. Ich habe zwei Gäste.